So, das ist ein Vendor. Doch, ein Vendor. Das ist ein Vendor. Na, mal gucken, was sie so tut. Die werte Ari. This video is for you. Wir uns mal wieder hier einen an. Nicht die Kinder, die Erwachsenen. Hahaha, Student. Ja, der Stonecutter. Follow. Garney. Oder Garney, der Stonecutter. Was macht der denn gerade? Ja, der läuft natürlich jetzt immer wieder zum Steine schlagen. Okay. Der ist auf jeden Fall relativ happy. Und er ist educated und ist trotzdem happy. Ist echt komisch. Es ist bloß die Frage, wie sich das mit den Iron Tools hier weiterentwickeln wird. Also mit den Steel Tools. Weil die sind ja 16, haben wir auf Lager. Die Leute werden jetzt langsam upgraden auf Steel Tools einfach. Gehe ich jedenfalls mal von aus. Die zwei Bilder, die wir noch haben. Nehmen wir mal einen weg und machen den zum Woodcutter. So. Bei Minern kann ich keine wegnehmen, aber Stonecutter kann ich vielleicht wegnehmen. Weil wir ja 140... Ja. So, Forester haben wir auch ein zu wenig. Freier Arbeiter braucht das Gebiet hier. Ist halt die Frage, ne? Also das mit der Storage-Kapazität scheint jetzt im Griff zu sein. Die Meldung kommt nicht mehr. Das Food-Limit scheint auch gut gesetzt zu sein. Weil wir erreichen das nicht. Das heißt, wir sammeln die ganze Zeit Essen ein und das passt soweit. Nur das Holz geht uns langsam zur Neige. Das ist natürlich auch jetzt, genau, das Locklimit ist bei 500. Aber wir verbrauchen schon zu viel Holz. So, jetzt könnten wir anfangen, die ganze Stadt langsam auf Stein abzugraden. Ach, siehst du, da ist ein Arbeiter dazu gekommen. Und gleich mal ein Förster draus. Physiken. Ah, ein Todesfall. Ja, ein Stonecutter wurde vom Stein erschlagen. Gut, das heißt, die Gesellschaft ist im Wandel, wenn wir jetzt Tode gemeldet bekommen. Ich muss eigentlich, also wahrscheinlich habe ich jetzt wieder diesen kritischen Banish-Punkt überschritten, den es ja gibt. Oder ist das einfach nur so passiert? Lassen wir mal ein bisschen schneller laufen. Mal gucken, wie sich unsere Society hier verhält. Auf jeden Fall 1000 Firewood Limit. Das 1000er Firewood Limit ist gesetzt, ist da und funktioniert auch. Tja, dann müssten wir eigentlich jetzt hier oben noch einen Förster hinsetzen. Oh, können wir jetzt auch so mal wieder langsamer machen. Wo ist unser Förster? Förster Lodge. So. Ja. 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 So, dann gucken wir mal jetzt wieder den fleißigen Ameisen beim Bauen zu. Müsste ja gleich unser einer Arbeiter, den wir besitzen. Können wir ja alle erstmal zu Bildern machen. Damit es schneller geht. So, Grundstück ist bereinigt. Jetzt schleppen. Ja, irgendwelche Leute da die Ressourcen ran. Und wir könnten noch eine
Dirt Road. Machen wir hier eine Dirt Road hin. Zack. Upsi. Ist jetzt wieder einer. Okay, es ist alles wieder voll. Das ist schon mal gut. Es ist alles wieder voll. Der Winter kommt und die Förster Lodge ist fertig. Foresters. Können wir ja. Ziehen wir einen Farmer noch ab. Laufen wir leicht unter Kapazität, aber ist okay. Mit dem Locklimit von 500. Könnten wir eigentlich auch erhöhen, aber. Bringt jetzt nicht so viel. Unsere Lagerstätten sind ja auch immer zu 50% circa gefüllt. Auf jeden Fall, die Woodcutter haben jetzt im Winter gut zu tun, um genügend Feuerholz herzustellen. Ah, okay. Amount of stored firewood, da ist die Anzeige. Oh, minus 11 Grad. Ja. Alles ist voll. Das wusste ich ja schon, dass das passieren wird. Deswegen kein Haus. Ich geschickter Hund, ich. Ha. So, deswegen habe ich das nämlich vorher so gemacht. Wir noch zwei Storage Barns dazu holen. Man hätte jetzt hier noch einen, aber ich glaube, da passt sowieso gerade keiner mehr hin. Ja, ist nämlich zu kurz. Aber man kann da drin noch Grundstücke setzen. Vielleicht muss ich hier zwischen die Straßen noch wieder wegreißen, um da noch mehr Grundstücke draus zu machen. Mal schauen. Auf jeden Fall, die Storage Barns sind ja wieder voll. Das heißt, wir bauen wieder zwei. Weil es geht ja darum, ist ja eigentlich Marktwirtschaftssimulation hier. Wobei das auch hochgegriffen ist, glaube ich, für dieses Spiel. Auf jeden Fall, der Grundgedanke oder was es auch immer ist dahinter, ist ja Überkapazität, also Überproduktion herzustellen. Erst wenn die Barns richtig knackervoll sind, darf man wieder erweitern, sonst bricht einem die komplette Society, also Community, whatever, hier zusammen. Das ist halt irgendwie ein bisschen komisch. Nun ja, nun ja. So. Ah, ich habe ja wieder zwei Arbeiter. Das heißt, ich kann noch einen Förster einstellen. Ach nee, ich brauche sogar noch zwei Förster. Ich kann ja erstmal einen Förster einstellen. Händler, was diese Händler machen, die holen den Scheiß von A nach B, aber warte mal, das können wir uns doch mal angucken. Das ging doch hier irgendwo. Nomaden gibt es nicht, Trade Items, Overview, Play, Go To, genau. Vendor, 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 Vendor. Da. Jetzt gehen wir. Okay, das Ding ist am Arbeiten. Locations gibt's eine. Aber wer ist. Der Vendor. Center View.
Okay. Ari. Gut. So, das ist ein Vendor. Doch, ein Vendor. Das ist ein Vendor. Na, mal gucken, was sie so tut. Die werte Ari. Den lieben langen Tag. Sie fährt mit ihrer Schubkarre irgendwo zum Stadtrand. Tippe ich doch mal. Außerhalb des Bereichs. Ah, interessant. Okay. Jetzt hat sie da sich was geholt und fährt das wiederum zum Markt. Also sie ist dafür zuständig, die Sachen zum Markt zu bringen, damit die Leute nicht zu den Storage Barns selber rennen müssen. Sie sorgt dafür Ausgewogenheit und schafft es auf den Markt. Okay, aber dann braucht man davon ja wirklich nicht so viele. Gut, die zwei, die wir jetzt haben, haben ordentlich zu tun, aber pff. Okay, aber was machen für ihre Kohle? So, und das ist der liebe Alfrederik. Alfrederik. Meine Frau würde sagen, typisch Mann, geht nur den kürzeren Weg. Ist aber echt geil. Auch wenn du guckst hier, Frauen bauen hier auch mehr pro Zeiteinheit. Das ist irgendwie, keine Ahnung, bin ich jetzt über den Entwickler noch nicht schlau gemacht. Oder vielleicht die Entwicklerin. Interessant, er hat jetzt Loks geholt. Lagern hier auch Loks? Also Holz? Reines Holz? Ja, bist auch da. Ach, weil auch die Gewerke, rennen dorthin und holen sich da den Krempel. Na, das ist ja interessant. Okay. Naja, vielleicht wäre es doch sinnvoller, davon ein paar mehr Leute zu haben. Auf jeden Fall. Wirklich mehr Nahrung wird's nicht. So viel ist schon klar. Aber das mit dem, mit der Kohle und mit dem Eisen funktioniert ziemlich gut. Also da kann man, mit leben. Stonecutter ist sowieso ein Scheißberuf. Dass da hin und wieder mal einem, dem einen oder anderen einfach die Decke oder der nächste Felsen auf den Kopf fällt, ist jetzt auch nicht so überraschend. Ja. Naja, schauen wir mal. Aber ich würde sagen, wir haben eigentlich für heute genug geschaut. Damit schließe ich eine Doppelfolge. Können wir das hier nochmal kurz auf Ameisen-Wiesel-Wusel-Speed erstellen. Also auf jeden Fall, das Log geht runter. Wir brauchen mehr Förster. Also trotzdem eine komplett neue Forester-Lodge, ja. Ui, wir haben Arbeiter. Auffüllen. So, Vendors. Vendors haben gesagt, wollen wir einen mehr mal haben. Und Stonecutter brauchen wir auch eigentlich einen noch, aber machen wir dann mit dem nächsten Schwung, der hier dazu kommt. Oder so. Auf jeden Fall, ja. Dann gucken wir mal. Das wäre so die richtige Stimme, um die Gewitter oder irgendwas einzustreuen. Naturkatastrophen gibt es ja irgendwo. Irgendwo? Ah, ich bin wieder auf. Ja, ich bin wieder auf Normallevel. Na gut, also wenn die Woodcutter wirklich loslegen, sinkt. Der Lok immer. Ach, ich guck da
auf Ameisen-Tümmel-Speed hier, auf Speed 10 gucke ich zu gerne zu. Das ist einfach richtig schön. Gut, aber damit schließen wir wirklich. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit oder auch für das Einigen während des analytischen Blickes über die Bännischerei. Und wir sehen uns dann demnächst, wenn es mal wieder heißt, bisschen Bännisch, bisschen Minecraft, bisschen was anderes. Falls ich zu irgendwann wieder was Zeit habe, was. Gut, bis dahin. Bye, bye.